Civ Eurocup. Mein Name ist Tumlu, ich bin Moderator des Community Forums von Writing Bull und für euch heute hier live, beziehungsweise auf YouTube. Wir zeigen euch ein Spiel Civilization 5 mit Rollenspielfokus und ich moderiere euch das Ganze nicht alleine. Mit dabei habe ich den guten Orun. Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück an die Zuschauer draußen am Stream und auch an die Zuschauer auf YouTube. Die Zuschauer im Stream, ich kann euch beruhigen, ist alles gut, es ist wieder da. Wir hatten nur beim ersten Versuch ein kleines Problem. So, und hier sind wir wieder. Und ja, uns interessiert natürlich brennend, was jetzt. Wieso Tumlu? Ich mache das Licht, mein liebes Sonnenkind. Also, das nur so am Rande. Was jetzt nach der abgewehrten Offensive des großen Marsches aus den beiden verbündeten Zweierteams wird, da wollten wir wissen. Und da wollten wir eigentlich mal die Polen und Österreicher besuchen, was die so jetzt vorhaben. Ja, man sieht ja, die Offensive auf Wodkagrad verlagert sich momentan so ein bisschen. Also es ist durchaus interessant, vor allem weil man auch sieht, dass die Kelten quasi da über Italien herfallen, über Norditalien. Schauen wir doch mal bei den Österreichern vorbei, beim Konglomerat Ost. Machen wir das, machen wir das. Hallo, liebe Hallo. Österreich-Polen-Leute. Hallo. Wir heißen jetzt übrigens Polen-Österreich wieder. Wir haben die Führung Nee, wir sind immer noch kurz. Österreich-Polen. Immer noch Österreich-Polen? Ja, immer noch Österreich-Polen. Du verwirrt. Also, ich möchte gerade diesen kurzen Disput nutzen, um euch etwas zuzutragen, das uns im Chat mitgeteilt wurde. Einige Leute sind dafür, dass ihr euch aufspaltet. Was sagt ihr dazu? Das Konglomerat Ost aufspalten oder unsere Truppen aufspalten? Das Konglomerat Ost aufspalten. Also der Chat würde gerade sehr gerne, glaube ich, sehen, wie sich alle Teams auflösen und das Ganze zu einem Battle Royale eskaliert, wo sich alle gegenseitig umbringen. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich, weil wir familiär so tief miteinander verwachsen sind, dass es nicht geht. Das hat auch nichts mit den festen Teams zu tun oder sowas, oder? Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Wir sind quasi verwandt miteinander. Also, das ist, Ich finde, Zacko macht im Chat gerade auch wieder sehr gute Arbeit. Erst der Trick, wir erkennen den Faschisten, sagen das nicht sein Faschisten. Also, Zacko spielt die Rolle des Russen gerade relativ gut, finde ich. sehr gut sogar. Er hat ja Aber für Tracina übernommen, die ja heute leider nicht kann, und hat gleich eine Revolution angezettelt und die Sowjetrepublik gegründet. das war ein Putschversuch. Oder das war ein Putsch, keine Revolution. Das war ein demokratiefeindliches Verbrechen. Das ihr jetzt natürlich korrigieren müsst. Das Bei uns ja. wurde wenigstens nicht geputscht. Ist es demokratiefeindlich, wenn man eine Monarchie stürzt? Ja. Okay. In den Augen Das der war ja Österreicher auf jeden Fall. das war ja, Moment mal, Russland war ja nur eine Scheinmonarchie. Da haben ja Natürlich. irgendwelche anderen Leute geherrscht, aber nicht Natürlich. Tressina wirklich. Natürlich. Eine Natürlich. betrunkene Zarin Aber mit wo wir. Wutanfällen. Lecris fragt gerade, streiten die gerade darum, wer Verräter Nummer 1 und wer Verräter Nummer 2 ist? Ja, so in etwa Ja. wahrscheinlich. Aber wo wir gerade bei den Russen sind, mal so eine Frage. Euer Marsch auf Wodkagrad ist ja sehr gut gelaufen, würde ich sagen, ne? Oder? Es ist nur ein strategischer Rückzug. Die Truppen werden neu konsolidiert und dann wird mit brachialer Gewalt Jerusalem angegriffen. Aha. Also Planänderung tatsächlich. Ihr wollt da quasi einen Außenposten, einen Brückenkopf euch sichern. Ja. So. Erst werden die Russen angegriffen, jetzt eine heilige Stadt. Es wird immer schöner, Langhaar schreibt, das war kein Putsch, das war ein 1A-Punsch mit Wodka. Den würde ich ehrlich gesagt auch für den Trump des Abends nominieren. Und sei es nur der wegen, also einfach nur, weil es mir gefällt. Ich schreibe ihn mal auf die Liste, mal gucken, ob er sich Ist durchsetzen kann. nicht unbedingt der beste, aber ein schöner Spruch für heute Abend. Einfach nur so als Ehrung quasi, dass er in die Liste mit aufgenommen wird. Aber ja, wie sehen denn eure Pläne aus? Also, ihr konsolidiert eure Truppen und werdet dann nochmal mit voller Härte zuschlagen. Habe ich das richtig verstanden? Wir Genau. werden Jerusalem einnehmen. Mhm. Und dann geht's wieder runter Richtung Süden. Auf Wodkagrad, denn von
beziehungsweise dann ja vom Süden aus, also von Norden aus ist Wodkagrad wesentlich verwundbarer als von Westen, weil da nämlich der Viktoriasee nicht im Weg ist und es auch weniger Berge gibt. Das ist die Taktik. Und das können wir tatsächlich nur schaffen. Moment, wie hast du diesen See gerade genannt? Das ist der Viktoriasee. Da hast du aber was falsch verstanden. Da haben wir uns schon vor langer Zeit drauf geeinigt, das ist der Wodkasee. Das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Nee. Das haben also, wir nicht mitbekommen. Vor langer, langer Zeit war es mal der Bodensee, aber dann als Wodkagrad, beziehungsweise damals, die Stadt hieß noch anders, ich habe gerade leider vergessen wie, Wodka City war es, glaube ich. Wodka City. Da wurde der See quasi auch umbenannt zu dem Zeitpunkt. Also das würde erklären, warum eure Speerträger auch so betrunken waren bei dem Angriff. Denke ich mal. Tim ist übrigens dafür, dass Polen die Russen exkommuniziert. Gerne. Dann exkommuniziert mal. Ich glaube, das wird die noch nicht besonders interessieren mit ihrer Religion, Heil dem Wodka. Eben. Heilige Stadt des Heil dem Wodka, ja. Aber ich muss sagen, mal so die Frage Richtung Polen. Wie kommt ihr denn eigentlich so mit dieser Invasion der keltischen Guerillatruppen klar? Invasion. Was für eine Invasion? Da sind ein paar dahergelaufene Barbaren, die meinen, sie könnten irgendwo an den Alpen mal einen Zwischenstopp einlegen. Ich sehe gerade nur noch einen Schwertkämpfer. Das ist nichts. Das ist... Ach, da lache ich drüber. Die haben die Hosen voll und ziehen sich zurück. Ach so, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. Das freut mich aber, dass ihr euch so gut eingenistet habt. Bin immer gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Sind denn weitere Städte in Vorbereitung oder wird im Moment nur Krieg getrieben? Ich bin am Überlegen tatsächlich, ob ich noch eine Stadt gründen soll. Ich habe da einen netten Platz gefunden. Das könnte durchaus sein. Ich glaube, Barki hat im Chat gerade eure Taktik sehr gut zusammengefasst. Das ist ja wie im Mittelalter. Wenn man nicht weiter weiß, wird der Kreuzzug auf Jerusalem ausgerufen. Genau. Stimmt. Die Österreicher werden auch nochmal am Schwarzen Meer eine Stadt gründen. Wilden Kurdistan. Äußersten Osten auf der Karte. Vielleicht seht ihr es. Oh ja, ich sehe es. Kurdistan? Hast du gerade nicht... Du hast gerade ernsthaft Kurdistan gesagt. Hat er ja. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Aber nur ein bisschen. Ja, gut, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und da würde ich ja glatt vorschlagen, dass wir uns mal anhören, was Mare Nostrum zu dieser militärisch geordneten Rückzugsstrategie zu sagen hat. Das können wir definitiv mal machen, aber dann müsste ich mir später, ich möchte mich unbedingt nochmal mit dem Genossen Zarkor später unterhalten. Das werden wir dann danach das wahrscheinlich ist, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, sollen wir das vorziehen? Nein, ich möchte jetzt an der Stelle mal sagen, also der Genosse Zarkor ist ja im Chat sehr beliebt. Falls der Chat ihm was mitzuteilen hat oder allgemein diese Allianz, schreibt's doch ruhig mal hin, ich werde da ein paar Sachen mit Sicherheit mal mitteilen können. Ich finde, er macht gerade sehr gutes Roleplay im Chat, das gefällt mir sehr gut. Aber jetzt Mare Nostrum ist eine gute Idee, glaube ich, ja. Gut, dann gehen wir gleich mal rüber. Bis später, Jungs, und viel Glück bei eurem Kreuzzug auf Jerusalem. Danke sehr. Herzlichen Dank. Hallo. Hallo. Wir sind gekommen, um euch mal ein bisschen nach eurer Lage zu befragen. Ihr habt euch ja hier sehr schön gemütlich gemacht. Wie sieht denn so im Moment die militärische Strategie aus? Ja, die militärische Strategie sieht so aus, dass wir unsere Grenzen verteidigen. Du hast ja gesehen, die Russen, Kelten haben uns den Krieg erklärt. Mhm. Und du hast ja auch im letzten Stream gesehen, dass deren Plan war, Venedig anzugreifen. Mhm. Das haben wir bis jetzt erfolgreich abgewehrt, würde ich sagen. Also ich sehe, Venedig ist sehr sicher, würde ich sagen. Also ja, kann mich nicht beklagen. So, die keltische Flotte liegt auch am Boden des Atlantiks. Ja, ich habe auch eben schon gesehen, dass hier, ich zeige das mal auf der Karte etwas deutlicher, jetzt keine keltischen Schiffe mehr sind und erfolgreich alle beseitigt wurden. Also die Marineoffensive
am Nordrand Spaniens war sehr erfolgreich, habe ich gesehen. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden. Nur seit leider sind die Schiffe jetzt alle angeschlagen. Das heißt, eine Invasion in den Küstenstädten wird jetzt erstmal schwierig. Ja, doch. Aber wer weiß. Wer weiß, was als nächstes kommt. Ne? Also die Strategie ist also im Moment in erster Linie auf dem Land Verteidigung und zur See erste Angriffe vorbereiten. Sehe ich das richtig? Zumindest zwei Fronten zu eröffnen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das anschlagen wird. Also eure Verbündeten, die Polen, Österreich, haben ja jetzt den Kreuzzug auf Jerusalem ausgerufen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und haben vor, jetzt einen Brückenkopf hier zu errichten. Ich meine, ihr habt halt Venedig, ne? Ist ja ein sehr vorzüglicher Brückenkopf, aber die brauchen natürlich auch mal was, wovon sie dann den Russen ordentlich einheizen können. Also wollen sie sich Jerusalem unter den Nagel reißen. Ja, das darüber sind wir informiert. Das ist ja gut. Das ist ja gut, dann erzähle ich euch ja nichts Neues. Das ist gut. Und wenn der Brückenkopf eingenommen ist, wollt ihr dann eine zweite Offensive mobilisieren, oder wie sehe ich das? Vermutlich, ja. Vermutlich. Also man merkt, die militärischen Pläne dieses Großbündnisses sind scheinbar im Detail noch sehr geheim, werden selbst uns nicht verraten. Dementsprechend werden wir wohl mehr aus unserem Konsul nicht rauskriegen. Wir werden sehen, wo das noch hinführt. Ne? Wollt ihr vielleicht irgendwelche Nachrichten an den Chat richten oder an eure Verbündeten? Ja, mit den Verbündeten sind wir direkt im Kontakt. Ah, okay. Und an dem Chat, Doge, was meinst du? Bei Bier für alle. Bitte? Bei Bier für alle. Ich würde sagen, frei Wodka für alle. Genau. Ja, auch gut. Also, dann müsst ihr euch aber mal ranhalten und Wodka gerade erobern, würde ich sagen. Ja. Wenn ihr Wodka verteilen wollt. Alles schon geplant, das kriegen wir hin. Okay, wir sollen euch noch ausrichten im Gegenzug vom Chat. Der Chat spricht nicht mit Verrätern. Ich bin zwar etwas irritiert, dass ihr das immer an euch also richtet. Ich wüsste nicht, was also, ich wen ich da verraten hatte. Ich wollte gerade sagen, da muss man eben, Teruk, da muss man dich kurz korrigieren. Also, das hier Rom und Venedig, das sind ja nicht die Verräter. Die Verräter sitzen ja im Süden. Die haben ja nur ihr Geld in die Hand genommen und Polen gekauft. Richtig. Das war eine absolut legitime finanzielle Transaktion. Eben. Ich habe sogar noch die Rechnung. Seht ihr mal. Der Venezianer hat noch die Rechnung. Aber gut, nachdem wir das geklärt haben, dass Römer und Venezianer natürlich vollkommen korrekt gehandelt haben, wollen wir jetzt vielleicht mal gucken, wie die Gegenseite das so beurteilt. Und unseren Genossen Zakor, der sich ja im Ingame-Chat schon sehr viel zu Wort gemeldet hat, mal wieder persönlich ranholen. Also würden wir sagen, wir springen einfach mal wieder rüber zu den sowjetischen Druiden und lassen euch eure Verteidigungs- und eventuellen neuen Invasionspläne schmieden und sind gespannt darauf, was wir als nächstes von euch erwarten dürfen. Ja, dann wollen wir mal. In diesem Sinne, auf. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallo. So. Servus. Jetzt sind wir da, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf freue. Bei den sowjetischen Druiden. Also man muss sagen, ihr seid momentan dem Chat eindeutig am sympathischsten. Habt ihr Worte an den Chat zu richten? Nur mit eurer Kraft schaffen wir es, uns zu mobilisieren, in den Herzen unserer Krieger Mut und Entschlossenheit einzuflößen. Und ja, mit Erfolg. Ja, also ich habe vorhin auch schon mal gesagt, bevor wir jetzt hierher gekommen sind quasi, dass der Chat doch mal ein paar Nachrichten an euch überreichen kann, eventuell über mich. Und da muss ich einfach nur mal sagen, Zakor, Chipmunk appelliert an deine Gnade. Zakor, fege nicht gleich über deine Gegner. Lass ihnen Hoffnung. darf ich auch jetzt Thesen von Lenin vorlesen, wie vorgeschlagen? Ja, sehr April-Thesen, weil Lenin, Genosse Lenin vorbereitet. April-Thesen, ich vorlesen. Erste These. Normal
alle Macht für sowjetische Druiden auf ganz Europa. Zweite, Beendigung des Krieges auf eine oder andere Weise. Drittes, Enteignung der Großspielebesitzer und sofortige Spieleaufteilung an alle Zuschauer. Gut, gut. Ja. Das klingt weiter, sehr gut. Sturz von Writing Bull Diktatur, normal. Und Friede, Freiheit, Brot und Spiele für alle. Klingt sehr gut. Wir sehen, der Plan sollte Anklang finden. Besonders der letzte Punkt gefiel mir sehr gut. Ja, und dann auch nochmal vorhin schon, der weiße Schatten schreibt, Genosse Zakor, hiermit melde ich mich freiwillig für eine Ausweitung der Revolution auf Rom. Gut. Kannst du einen weißen Schatten gebrauchen? Ja, auf lange Sicht, wir planen Weltrevolution, normal. Genau. Erst Europa, dann ganze Welt. Sehr schön. Wird sich das auch auf die nächsten Spiele ausweiten? Natürlich. Okay, perfekt. Normal, ne? Es kommt alles wieder. Und der Chat ist auch sehr auf deiner Seite. Er ist auch ganz und gar mit deinen Plänen einverstanden und sehr erfreut. Also insofern... Ah, ich lese gerade. Ich müsste noch was von Gazelt ausrichten. Der hat vorhin eine kleine Nachricht geschrieben, tatsächlich in kyrillischer Schrift auf Russisch, die ich leider nicht entziffern konnte. Also ich kann zwar halbwegs den Dialekt nachmachen, den Akzent, aber leider nur etwa 3 Worte auf Russisch. Aber er hat es nochmal übersetzt. Revolution, die für Wodka war und mit Wodka bezahlt wurde. Lang lebe Genosse Wodka, Genosse Zakor. Ja. Ich würde sagen, das geht runter wie Öl. Geht runter wie Wodka. Ja, Wodka, Öl, alles. Alles anders. Wenn Wodka gut gekühlt, dann wie Öl. Und bei der Gelegenheit hat er gleich seine Religion heil dem Wodka verbessert und ihr ein paar neue Aspekte hinzugefügt. Ihr seht schon, mit eurer Unterstützung werden die sowjetischen Druiden ganz Europa überrollen. Und wir sind natürlich vollkommen unparteiisch. Wir Beobachter, natürlich. Wir sind wir. Heil Sowjets. Ich habe nichts gesagt. Und wie sehen denn so dann eure jetzt die letzten, also ihr habt ja die Invasion aus dem Osten.